Ich habe gehofft, die Musik fängt früher an, aber doch nicht. Deswegen habe ich jetzt Kommentar eingefügt. Ja. Ihr habt gerade gesehen, als Nuckies an uns rangekommen ist, war da so ein kleines Zielscheiben-Dingens zu sehen. Und hätten wir jetzt die Schießen-Taste gedrückt, hätten wir ihn abschießen können. Das ist wieder. Und das ist auch wieder. Und vielleicht benutze ich es ja, ich denke eher nicht. Ganz einfach, weil ich es nicht brauche. Und es kostet Ringe. Und ja, ich glaube, es kostet Ringe. Und Ringe ist immer eine Knappheit, wenn man die Abkürzung nehmen möchte. Und jetzt hier diesen Weg nehmen, denn er ist, glaube ich, wesentlich kürzer als der andere, wenn ich mich korrekt erinnere. Ja. Es kann sein, dass man rechts lang geht, dass es schneller geht. Werdet ihr sehen, denn mit Super Sonic ist der letzte Charakter, mit dem ich, glaube ich, gespielt habe. Und da werde ich die perfekten Routen nehmen, die solltet ihr dann auch nehmen. Denn, ja, in dem Spiel ist es nicht wirklich schwer, immer Erster zu werden. Aber, ja, wenn man die Abkürzung kennt, wird es doch wesentlich leichter und macht da überhaupt keine Probleme mehr. Vor allem, wenn man dann alle Charaktere freigeschalten hat. Und man dann gegen Mecha Sonic und sowas, Metal Sonic, während dort Mecha Knuckles und Metal Sonic, bringe ich immer durcheinander. Und gegen die spielt, ich glaube, die sind ein bisschen schwerer. Kann aber auch sein, dass ich mich da irre und einfach nur schlecht war bei den Ones, wo ich gegen die gespielt habe. Gegen die realen Menschen, also gegen Sonic ist kein wirklicher Mensch, ist ein humanoider Igel. Also gegen die echten Lebewesen, die rennen wirklich kein großes Problem. Vor allem nicht jetzt Eggman, denn er spielt sich von allen Charakteren am besten, wie ich bereits 10.000 Mal gesagt habe, weil mir die Themen ausgehen, über die ich reden kann. Eine Runde haben wir noch. Vielleicht schaffen wir es, vielleicht nicht. Wer weiß. Aber ich glaube, Tails war der einzige, wo ich nicht mit allen Rennen Erster geworden bin. Sonst habe ich es eigentlich überall geschafft. Übrigens, Robotnik ist der erste Charakter, den wir sehen, den man freischalten muss. In jedem Level gibt es, ich glaube, 5 Münzen. Und wenn man diese 5 Münzen bekommt und dann als Erster durchs Ziel geht, kommt ein Challenge-Mode irgendwie, ja, Robotnik wants to battle oder sowas, oder will ein Rennen machen oder sowas. Und wenn ihr dann gegen ihn gewinnt, habt ihr ihn freigeschalten. Und genauso ist es mit den ganzen Robotern und Super Sonic bekommt man, wenn man alle Chaos Emeralds sammelt. Und ja, ob ich ein Video mache, wie man alle Münzen bekommt und alle Chaos Emeralds, muss ich mal sehen. Ich habe es noch nicht aufgenommen. Vielleicht habe ich irgendwann mal Lust, das zu machen. Aber ja, in jedem Level sind ein paar Münzen versteckt. Und wenn man die alle einsammelt, kann man Charaktere freischalten. Was auch sehr von Vorteil ist, denn Amy? Knuckles? Anybody? Huh. Tired of you guys. Don't be so whiny, man. That's my deal. Give up now and join your friend. Tails? Man, when I get my hands on you guys, we promise you will be happy in our service. I'll never serve you. I was hoping you'd say that. Destroy Sonic. Never! What? Good to have you back, Tails. I'll take it from here. Ah!
actual Eggman was right. You are menacing. I can now face one. Let's put an end to this. My full strength!